Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, beginnen wir beim Verfassungsrecht und beginnen wir bei den Elementen des kooperativen Verhältnisses zwischen Staat und Religion. Und dazu gehören zwei in dieser Verfassung. Und das heißt, dass diejenigen, die als Religionsgemeinschaften anerkannt werden wollen, dann auch die Frage der institutionellen Kooperation im Rahmen des Religionsverfassungsrechts beschreiben müssen. Und das sind die Schritte, die die Islamverbände gehen müssen, bei denen wir sie gerne unterstützen. Aber genau das sind die Kräfte, die wir jetzt auch stärken müssen, die diese Schritte gehen wollen. Und das ist die Abfolge, Herr Kollege Stamp. So herum geht es. Und wir haben uns als Grüne seit 2013 bis 2016 in einer Kommission mit der Frage Verhältnis von Weltanschauung, Religionsgemeinschaften und Staat sehr intensiv miteinander beschäftigt und gerade diese Frage herausgearbeitet. Wir sind die einzige Partei, die das gemacht hat. Und nicht die Inszenierung wie heute Morgen, Herr Stamp, da muss ich doch mal darauf verweisen, auf die Situation in Hessen. Ja, meinen Sie denn, da wäre die Diskussion um die DITEB nicht, nach dem, was Herr Hahn dort auf den Weg gebracht hat? Ganz im Gegenteil, weil da die direkte Einflussnahme der DITEB in ganz anderer Art und Weise gegeben ist. Und wenn wir hier keinen Regierungswechsel gehabt hätten, und deswegen ist das auch eine Frage der Inszenierung der Kollegin Bühler, hier um den Schlingerkurs deutlich zu verschleiern, dann wäre ja genau dieser Weg des Exklusivvertrages mit DITIB gegangen worden von Herrn Laschet, ja, und von Herrn Pinkwart hier gemeinsam. Das ist doch der Plan gewesen. Das muss man doch sehr deutlich machen. In welcher Situation wären wir dann? Und wir haben hier Verfassung. Frau Bühler, Sie haben doch genug Gelegenheit gehabt. Ich will mal darauf verweisen, wie Sie hin und her tänzeln. 2015 haben Sie uns doch noch vorgeworfen, weil wir damals schon sehr kritisch angemerkt haben, dass DITIB und die Islamverbände nicht anerkennungsfähig sind als Religionsgemeinschaften. Ich will doch mal zitieren. Die pauschalen Vorverurteilungen der Grünen sind im Verfahren um die Anerkennung muslimischer Verbände als Körperschaften des öffentlichen Rechts fehl am Platz. Ja, hallo, was ist denn das für eine Inszenierung gewesen hier? Sie versuchen doch, die Dinge zu verkehren. Das darf doch nicht wahr sein. Das sind Sie doch überhaupt nicht glaubwürdig. Wir haben hier in einem Verfahren miteinander mit den bedeutendsten Staatsrechtlern und Religionsverfassungsrechtlern genau die Frage des Beirats miteinander besprochen, um diese Übergangsphase zu gestalten. Und da sind dann mögliche Kooperationspartner auch in der Pflicht, den Weg zu gehen. Und den können wir in einem sauberen Verhältnis, Herr Dr. Stamm, zwischen Staat und Religionsgemeinschaften und denen, die Religionsgemeinschaft gehen wollen, der Religionsgemeinschaft nicht oktroyieren. Genau dieses haben wir nicht. Wir haben keine Staatsreligionen hier. Wir haben ein geordnetes Verhältnis, und diese geordneten Schritte müssen gegangen werden. Und das ist genau der Punkt, den die Landesregierung so auf den Weg gebracht hat. Und die Anforderungen werden definiert. Und deswegen ist das auch hier heute Morgen wirklich nur eine Inszenierung. Denn noch mal, wo wären wir? Da gehören zwei dazu. Und wir müssen die Kräfte stärken, die genau diesen konstruktiven Weg gehen wollen, Herr Stamm. Ja, mit Lachen kommen Sie da nicht weiter. Mit Lachen kommen Sie da nicht weiter. Dann werden nämlich die Fragen, wenn die Strukturen da sind, der Imamausbildung, der finanziellen Unterstützung, müssen dann ausgehandelt werden zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Sie müssen sich mal kundig machen, nicht nur die Schlagzeilen produzieren, sondern auch beschreiben, was dann notwendig ist. Und dazu gehören verfassungsrechtliche Grundsachen. Das sind doch Luftblasen, die Sie hier haben. Sie haben nicht einen Punkt konkret miteinander dann beschritten. Und dass jetzt genau geprüft wird, dass rechtsstaatlich geprüft wird, das ist doch wohl selbstverständlich. Und da hat die Landesregierung alles getan, um genau das sicherzustellen. Auf der einen Seite keine individuellen Vorverurteilungen zu treffen. Da, wo Hinweise waren, hat die Schulministerin direkt gehandelt. Und bei uns ist sichergestellt, dass kein Verband direkten Einfluss auf den Unterricht in der Schule hat. Das ist der wesentliche Punkt. Und das erklären Sie mal für Hessen, ob das da wirklich so ist, Herr Stamm. Und wenn Sie das geklärt haben, können wir uns weiter unterhalten. Applaus